Die weltbesten Paraski-Athleten kämpften im St. Johanna Alpendorf um Hundertstel Sekunden und wenige Zentimeter. Paraski ist eine Kombinationssportart aus Riesentorlauf und Fallschirm-Zielspringen im alpinen Gelände. Der HSV Red Bull Salzburg ist in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband, den Alpendorfer Bergbahnen und der Stadtgemeinde St. Johann wieder Veranstalter für den österreichischen Beitrag im internationalen Paraskisport. Bei der Kombinationssportart werden 2 Durchgänge im alpinen Riesentorlauf und 6 Durchgänge im Fallschirmspringen absolviert. Aufgrund des bevorstehenden Schneefalls am Samstag wurden die ersten Sprünge auf den Freitag vorverlegt. Mit dem Hubschrauber ging es auf 1000 Meter Absetzhöhe. Dann war es soweit und die Athleten sprangen ab, um den Zielpunkt, der nur 2 cm im Durchmesser hat, zu treffen. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Neben dem zweifachen Juniorenweltmeister Sebastian Gras aus Elsbeten ist auch Lokalmatador und Weltcup-Gesamtsieger Anton Gruber am Start. In der Damenwertung hofft Magdalena Schmertl aus Thalgau auf eine Wiederholung der bisher guten Leistungen um Platz 1 im Gesamtweltcup. Fallschirmski oder auch Paraski genannt, hat in den Alpenländern eine große Tradition. Die Sportart entwickelte sich in den 1950er Jahren aus Berg- und Lawineneinsätzen heraus, als der Hubschrauber noch nicht mit den erforderlichen Leistungsfähigkeiten zur Verfügung stand. Nach 3 absolvierten Sprüngen am Freitag kam am Samstag der prophezeite Schneefall und der Riesentorlauf stand auf dem Programm. Also diesmal ist es wirklich ganz, ganz interessant. Wir haben letztes Jahr das Problem gehabt, dass das Wetter nicht so optimal war und somit haben wir mit dem Springen eigentlich nicht das Minimum erreicht. Das haben wir gestern, Gott sei Dank, haben wir 4 Durchgänge im Fallschirmzuspringen gemacht und wir waren natürlich der Meinung, auf Skifahren, das geht quasi immer. Wir wurden heute mal ein bisschen oder bis jetzt eines Besseren belehrt. Es geht Skifahren auch nicht immer, weil es natürlich massiv schneit, weil Nöbel da ist und so weiter und so fort. Aber wir haben natürlich gute Dinge, dass wir das Skifahren auch noch über die Bühne bringen und dann passt es für uns. Und trotz schwierigen Bedingungen konnte gefahren werden. Lokalmatador Toni Gruber ist wie immer top motiviert. Gut, ist ein bisschen Luft nach oben, aber relativ gut dabei. Vorhin dabei unter die 5 irgendwo und jetzt bauen wir auf Skifahren. Das ist einfach das Gefühl, Fliegen, das hat mich immer schon bewegt. Und dann habe ich im Fernsehen einmal zugeschaut, da haben sie Paraski gezeigt, da war eine Weltmeisterschaft in Innsbruck und einige Jahre später hat es mich dann gejuckt und dann habe ich angefangen falsch am Springen. Die aktuelle Weltmeisterin Magdalena Schwertl kommt eigentlich aus dem alpinen Bereich. Mein Papa hat dann den Verein im Skifahren trainiert und es war halt schon immer Frauenmangel da. Und durch mein Sportstudium haben wir gedacht, das wäre schon nochmal klasse, Sport dort zu betreiben, wo man nur mal richtig vorne mitmischen kann. Und bei diesem Sport ist ja doch im Fallschirmspringen umso älter, umso besser mit den Erfahrungen. Und wenn man das Skifahren auch noch mitbringt, dann passt es perfekt. Da war ich sehr zufrieden. Also es war am Anfang waren die Bedingungen wirklich gut und zum Schluss raus war es ein bisschen schwieriger, aber ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Bin jetzt nur 1 Zentimeter hinter der Führenden und bin guten Mutes, dass ich das mit den Skirennen wieder, also dass ich wieder die Führung einhole, dann, wenn alles gut läuft. Das Gefühl bei dem Sprung aus dem Hubschrauber lässt sich nur schwer in Worte fassen. Beschreiben kann man es nicht wirklich. Es ist ein sensationelles Gefühl. Es macht einfach irrsinnig viel Spaß und man ist einfach hin und weg, wo man aus dem Flieger aussteigt. Ich wollte früher über Skifahrer werden, bin eine Skioption Schladming gegangen und habe nie wirklich die Masse zum Skifahrer gehabt, war ein bisschen zu kriegen, bin immer hinten nachgefahren und durch einen Kollegen von meinem Vater, Edgar Michael, bin ich dann schlussendlich zu dem Sport gekommen und er hat mich motiviert, Fallschirmspringen anzufangen und durch das, dass ich recht gut Skifahren kann, bin ich dann auch, habe ich gute Voraussetzungen dazu.
Besonders viel Freude über den vielen Neuschnee hat der Vorstand der Alpendorf Bergbahnen Wolfgang Hettecker. Diese Stimmung Winter Wonderland ist erst einmal gefallen, das ist genau unser Ausdruck und es ist halt nicht alles un. Und sind wir froh, dass wir den Schnee haben. Wir haben herrliche Pistenverhältnisse, es geht herrlich zum Tiefschneefahren. Ich habe das heute in der Früh schon ausprobiert, es ist wirklich perfekt. Perfekt wird sicher auch die Paraski-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Ja, im März 2017 findet die Weltmeisterschaft statt. Hier sind ja, ist das ein Serienrennen, wo einige Rennorte in Deutschland, in Skandinavien bzw. auch in Slowenien stattfinden. Nächstes Jahr ist das Highlight die Weltmeisterschaft und die ist bei uns im Alpendorf. Da hoffen wir natürlich auf gleiche winterliche Bedingungen, wenn gleich ein bisschen mehr Sonne. Und wir freuen uns schon, wenn da angemeldet um die 18 bis 20 Nationen dann zu uns kommen und unser schönes Salzburger Land da steigen, Skifahren und natürlich mit dem Fallschirm von ganz weit oben 3000 Meter hoch springen und die herrliche Landschaft sehen können. Wir freuen uns jetzt schon auf die Paraski-Weltmeisterschaft 2017 im St. Johanna Alpendorf. Intern ist die Zeit regulär genommen.